mit Ihnen die Fortentwicklung der Politik, was wir auch im Koalitionsvertrag niedergelegt haben, versuchen weiterhin voranzutreiben. Deswegen freue ich mich sehr, dass Taki jetzt alle anderen Gäste begrüßt, aber insbesondere Taki nochmal ganz herzlichen Dank stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die in den Facharbeitskreisen dafür arbeiten, für das, was ihr in den vergangenen Monaten getan habt, aber das auch, was ihr mit der Werkstatt-Rätekonferenz alles noch auf den Weg bringen wollt. Vielen Dank und du hast das Wort. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Inklusion und Teilhabe am Arbeitsleben gehen uns alle an und ich finde es toll, dass ihr heute alle hier seid. Ich freue mich, Sie und euch alle zur heutigen 15. Werkstatträtekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion begrüßen zu dürfen, die im Übrigen die erste Hybrid sein wird. Der heutige Tag soll ganz der Frage gewidmet werden, wie die Werkstätten der Zukunft eigentlich aussehen könnten und welche Aufgaben sie zukünftig dann erfüllen sollen. Hierzu werden wir uns im Rahmen einer ersten spannenden Diskussion damit beschäftigen, wie wir die Werkstätten näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt heranrücken können und was es dafür möglicherweise noch braucht. Ja, wie Sie wissen und wie ihr wisst, gibt es ja viele Themen, die die Menschen in den Werkstätten für behinderte Menschen bewegen. Und gerade wenn Sie Werkstatträte sind, wenn Sie Frauenbeauftragte sind, setzen Sie sich damit täglich auseinander. Und auch wir in der Politik beschäftigen uns damit, Taki hat es schon gesagt, wie die Zukunft der Werkstätten aussehen kann. Die Reform des Entgeltsystems, so kompliziert heißt das immer, also die Reform dessen, wie das Geld ausgezahlt wird, wie viel man kriegt. Die Reform des Entgeltsystems ist ein großes Thema in den Werkstätten. Da geht es um das Geld, das ist immer wichtig, das Geld, was Sie in den Werkstätten verdienen. Und ich glaube, viele von Ihnen wissen es schon, wir machen im Bundesarbeitsministerium eine große Studie dazu, eine große Forschung dazu, wie es mit den Werkstätten weitergehen soll, sowohl mit dem Lohn, mit dem Entgelt, aber auch mit der Frage, wie man in den Arbeitsmarkt kommen kann, in den Allgemeinen. Und dabei haben wir drei Grundsätze. Das Entgeltsystem soll fairer werden, soll gerechter werden, weil viele finden das nicht gut, so wie es jetzt ist. Es soll transparenter werden, man soll besser verstehen können, was man eigentlich für die tägliche Arbeit bekommt und wie sich das Geld zusammensetzt. Und das Dritte ist, es soll auch zukunftsfähiger und nachhaltiger werden. Das heißt, wir schauen auch in die Zukunft, was gibt es da für neue Entwicklungen, was passiert auch auf dem Arbeitsmarkt und wir haben ein großes Vorhaben, dass wir mehr Inklusion in den Arbeitsmarkt ermöglichen wollen. Und wir wissen alle, die Werkstattbeschäftigten erbringen jeden Tag gute Leistung. Dafür sollen sie eben auch ein gutes Werkstattentgelt bekommen. Und dabei gucken wir uns auch an, welche Sozialleistungen es noch gibt. Die Grundsicherung, das Arbeitsförderungsgeld, die Erwerbsminderungsrente, wie das alles zusammenwirkt. Und wir gucken uns auch den Vorschlag von Werkstatträte Deutschland an, die ja ein Basisgeld vorgeschlagen haben. Auch das wird in dem Forschungsvorhaben betrachtet. Die Forscherinnen und Forscher sollen aber auch neue Vorschläge entwickeln, wie das weitergehen soll, wie mehr Werkstattbeschäftigte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt kommen können. Denn jeder und jeder, der das möchte, soll ja die Chance haben, das auch machen zu können. Das ist unser Ziel. Und Sie sehen also, das ist ein richtig großes Forschungsvorhaben. Dafür sind viele Menschen befragt worden. Werkstatträte, Menschen, die in den Werkstätten arbeiten, auch Leute, die dort Mitarbeitende sind, Leute, die Werkstätten leiten, auch die Träger der Werkstätten. Und das Ergebnis dieser Untersuchung werden wir nächstes Jahr etwa im Sommer haben. Ich weiß, viele wollen das schneller haben, das höre ich auch immer, aber wir wollen es ja richtig gut und gründlich machen, damit wir auch eine gute Entscheidungsgrundlage haben, damit der Bundestag dann das genau prüfen kann und schauen kann, was wir umsetzen wollen. Ein anderes großes Thema ist das Bundesnetzwerk der Frauenbeauftragten in den Werkstätten und deshalb freue ich mich, dass auch einige Frauenbeauftragte hier sind. Das Netzwerk heißt Starke Frauen machen. Das ist ein toller Titel, finde ich. Und die Frauenbeauftragten haben sich zusammengeschlossen, im September 2019 ein Bundesnetzwerk gegründet. Und damit gibt es jetzt für alle Frauenbeauftragten in den Werkstätten eine politische Vertretung für die Interessen von Frauen. Und das ist ganz wichtig, dass es die gibt und ich freue mich sehr, dass wir vielleicht auch etwas davon hören werden, wie diese Arbeit läuft.
Das Bundesnetzwerk der Frauenbeauftragten vertritt die Interessen auch gegenüber der Politik im Bundestag und gegenüber dem Ministerium. Und wir wollen, dass dieses Bundesnetzwerk in Zukunft auch so finanziert wird wie die Werkstatträte Deutschland. Das heißt, ab nächstem Jahr wird das auch so sein, dass es pro Beschäftigten im Arbeitsbereich einer Werkstatt 1,81 Euro jährlich geben wird. Das ergibt zusammen allerdings ganz schön viel, 520.000 Euro. Das war zu schnell, ne? Habe ich gemerkt. Aber gut, dass Sie es mir nochmal gesagt haben, denn manchmal rede ich zu schnell. Also, wir wollen jedenfalls die Finanzierung der Frauenbeauftragten gut hinkriegen, indem für jeden, der in einer Werkstatt arbeitet, die Werkstatt eine Summe, nämlich 1,81 Euro, dafür geben muss, damit genauso wie die Werkstatträte Deutschland auch das Frauenbeauftragtennetzwerk finanziert wird. Das steht zwar schon im Gesetz, aber dafür müssen wir noch einmal, es kommt aber ein ganz kompliziertes Wort, die Werkstättenmitwirkungsverordnung ändern, damit das auch wirklich alles so klappt mit der Finanzierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die letzte Werkstatträtekonferenz hat am 23. November 2020, also etwa vor 2 Jahren, stattgefunden. Und wir haben uns 2020 mit einem Thema beschäftigt, das uns viel umgetrieben hat und immer noch umträgt, nämlich die Frage: Wie sieht es aus innerhalb der Covid-19-Pandemie? Was sind die Folgen? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Dinge, die wir regeln müssen? Wie schwierig ist es für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten? Und seit dem Jahr 2020, seit November, wo wir uns mit dieser Krise beschäftigt haben, sind weitere Schwierigkeiten, und zwar große Schwierigkeiten, aufgetreten. Ich will damit nur nennen den schrecklichen und verbrecherischen Krieg, den Wladimir Putin angezettelt hat in der Ukraine, der ganz viel Auswirkungen hat natürlich auf uns Menschen, auch in Deutschland, aber vor allem natürlich auf die Menschen in der Ukraine, die schreckliches Leid erleben, die schreckliche Dinge erleben müssen. Aber dieser Krieg betrifft alle Menschen auf dieser Welt und natürlich auch uns in der Bundesrepublik Deutschland. Sie alle bekommen das mit. Es geht um die Frage der Energieversorgung. Das betrifft auch Werkstätten, das betrifft auch Wohnheime, das betrifft jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns. Es geht aber auch um die Frage der Inflation und der Preissteigerung. Auch das ist für die Werkstattbeschäftigten, wenn es dann ums Geld geht, was man dafür kaufen kann, ein großes Thema. Und ich will damit einfach nur sagen, der Bundespräsident hat ja vor kurzem gesagt, wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir nicht mehr so viel Rückenwind haben, der uns nach vorne trägt, sondern wir leben in einer Zeit, wo wir Gegenwind erleben, der uns so, man kennt es ja beim Fahrrad, ein bisschen abbremst, aber der natürlich, mit dem müssen wir umgehen und wir müssen auch mit den Dingen umgehen, die tatsächlich notwendig sind. Und ein Punkt in diesem Prozess ist natürlich, dass wir die Verabredungen, die im Koalitionsvertrag getroffen wurden, dass wir diese Verabredungen auch umsetzen. Über diesem Koalitionsvertrag steht das Motto, mehr Fortschritt wagen. Ich sage dazu, wer mehr Fortschritt wagen will, der muss auch natürlich die Situation von Menschen mit Behinderungen im Blick haben. Und der Koalitionsvertrag hat in vielen Bereichen das Thema der Inklusion und der Barrierefreiheit richtig stark gemacht. Dafür bin ich auch sehr dankbar, weil man sieht an diesem Koalitionsvertrag, dass das Thema der Teilhabe, dass Menschen mit Behinderungen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind und genau die gleichen Rechte haben wie alle anderen auch, dass dieses Thema sich in vielen Lebensbereichen, bei der Mobilität, bei der Digitalisierung, beim Wohnen, aber auch beim Arbeiten deutlich macht. Und mir ist wichtig, weil Rolf Mützenich von Respekt gesprochen hat, dass natürlich auch in den Werkstätten für behinderte Menschen Respekt gezollt wird. Und zwar, das ist mir wichtig, einerseits selbstverständlich, was die Beschäftigten betrifft, dass sie respektvoll auch entlohnt werden. Und ich will auch gleich was dazu sagen. Aber dass wir nicht vergessen, dass es auch viele Menschen in den Werkstätten gibt, die Professionellen, die Anleiter, die Werkstattleiter, die Sozialdienste, denen auch Respekt entgegengebracht werden soll. Und ich bin der Meinung, in der letzten Zeit ist mir dieser Respekt ein bisschen zu kurz gekommen, weil man manchmal den Eindruck hatte, es
ist eine Diskussion, die teilweise relativ heftig gelaufen wurde, sehr pointiert, das heißt, sehr deutlich durchgeführt wurde, und dieser Respekt hat mir manchmal gefehlt. Um was geht es mir? Meine Damen und Herren, es geht mir darum, dass uns klar wird, dass die Entlohnung in den Werkstätten besser werden muss. Es muss uns klar sein, dass das Geld, das letztlich bei Ihnen am Ende des Monats ankommt, im Grunde nicht das wiedergibt, was Sie leisten. Kerstin Griese hat das gesagt, auch Taki hat das gesagt. Und mir ist wichtig, dass wir schon über Veränderungen in Werkstätten reden. Aber zuallererst, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns reden mit denjenigen Menschen, die davon unmittelbar, das heißt direkt, betroffen sind. Wenn wir es ernst meinen mit der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass Artikel 27, der regelt, dass Menschen mit Behinderungen Zugang haben müssen zum allgemeinen Arbeitsmarkt, dass dieser Artikel 27 nicht nur auf dem Papier steht, sondern bei den Menschen auch in den Werkstätten ankommt. Aber lassen Sie uns bitte in all den Diskussionen den eigentlich wichtigen Grundsatz der UN-Behindertenrechtskonvention nicht vergessen, nämlich nichts über uns ohne uns. Und das bedeutet, ganz konkret, wenn wir über Reformen sprechen, wenn wir auch darüber sprechen, was sich ändern muss in den Werkstätten, lassen Sie uns das besprechen mit den Menschen, die jetzt in der Werkstatt arbeiten, und mit deren Vertreterinnen und Vertretern mit den Werkstatträten. Wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir das auch tun, und das hat mir in der Vergangenheit öfters mal gefehlt, dass Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, dass nichts über sie, ohne sie gesprochen wird, teilweise ganz locker über die Situation in Werkstätten gesprochen haben, ohne mit den Beschäftigten oder ausreichend mit den Beschäftigten, finde ich, zu reden. Sie können sich darauf verlassen, es wird wichtig sein, auch für meine Amtszeit, dass ich diesen Grundsatz, nichts über uns, ohne uns, auch weiter beachte, und deswegen bin ich ja auch mit den Werkstatträten, auch mit den Frauenbeauftragten im ständigen Austausch. Allerdings bedeutet das nicht, meine Damen und Herren, dass sich nichts ändern muss. Ich bin schon der Meinung, dass Werkstätten sich in den letzten Jahren verändert haben und sich auch weiter verändern müssen. Und ich bin der Meinung, dass wir auch die Gesetze so vielleicht verändern müssen, dass es auch den Werkstätten besser gelingt, die eigentlich wichtigen Aufgaben zu lösen. Und Sie wissen, dass die Werkstatt drei Aufgaben im Wesentlichen zu tun hat. Sie muss erstens ein Ort der Rehabilitation sein. Das heißt, ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Menschen mit Behinderungen in den Werkstätten gut rehabilitiert werden. Sie muss zum Zweiten, und das gelingt nicht, Übergänge organisieren aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Und wir wissen nach den Zahlen, dass von 300 Menschen aus der Werkstatt nur eine Person übergeht, nämlich schwere Sprache 0,35%. Das kann nicht unser Anspruch an Werkstatt sein. Und sie muss zum Dritten wirtschaftlich arbeiten, damit nämlich am Ende des Monats auch Geld da ist, mehr Geld da ist, als nur über die Grundsicherung und über die Erwerbsminderung. Und ob wirklich diese drei Dinge zusammenpassen, also ob man tatsächlich gute Übergänge organisieren kann und gut rehabilitieren kann, wenn man gleichzeitig wirtschaftlich sein muss, oder ob man andersrum ausgedrückt wirtschaftlich sein kann, wenn man gleichzeitig diese Aufgaben zu erledigen hat, ich glaube, darüber müssen wir wirklich reden. Aber nichts über uns, ohne uns. Und mir ist wichtig, dass wir das Wort von Frank-Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, ernst nehmen. Wir müssen stärken, was uns stark macht, was uns zusammenhält. Und das ist der soziale Frieden und die soziale Gerechtigkeit in unserem Land. Ich freue mich sehr auf diese Diskussion. Ich glaube, wir werden im nächsten Jahr spannende, vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen und kontroverse Diskussionen haben, aber die sind notwendig. Aber nochmal, es gilt immer noch der Grundsatz,
nichts über uns ohne uns, das ist unser Anspruch, das ist mein Anspruch und ich freue mich auf die Diskussion und wünsche Ihnen jetzt hier einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen an den Bildschirmgeräten alles Gute und wir sehen uns bestimmt in der einen oder der anderen Veranstaltung dann wieder. Bis dann, schönen Tag. Also ganz wichtig ist, wir haben heute eins gesehen als SPD-Bundestagsfraktion, dass es den Werkstattbeschäftigten ein großes Anliegen ist, dass ihre Werkstätten erhalten bleiben, dass sie nicht von jetzt auf gleich abgeschafft werden, aber sie selber Entwicklungsperspektiven wünschen und es einfach in der Art und Weise nicht mehr weitergehen kann. Und wir haben das heute in der Werkstatträtekonferenz 2022 bestätigt bekommen. Und das war ja so.